In einer sehr interessanten Studie zum Thema Vertrieb im Jahr 2025 habe ich dieses Schaubild entdeckt und du siehst hier grundsätzlich das Thema Menschen, Prozesse und Tools, die dir helfen, um im Vertrieb wirklich erfolgreich zu sein. Und die Frage, warum das jetzt für dich wichtig ist und wie das alles zusammenhängt, das klären wir wie immer nach dem Intro. Ich sage hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video und freue mich wie immer sehr, dass du dabei bist. Wie du schon des Öfteren mitbekommen hast, beschäftigen wir uns immer wieder und sehr gerne mit dem Zukunftsthema im Vertrieb. Wie sieht das denn aus in 2, 3, 8 Jahren und wie werden wir uns verändern und was macht uns dann erfolgreich? Was sollten wir uns also jetzt schon drauf schaffen, um in der Zukunft bestehen zu können? Für mich sind das Themen, die wir uns jetzt gleich mal hier anschauen, die schon lange, lange da sind und es verknüpft sich alles miteinander, wie wir gleich sehen werden. Doch gehen wir mal chronologisch vor und starten mit den Menschen. Die habe ich hier schon mal grün hervorgehoben. Die sind irgendwo ja das Wichtigste in diesem Schaubild. Wir sprechen also von allen Verkäuferinnen und Verkäufern auf dieser Welt. Wir sprechen von den Verkäuferinnen und Verkäufern im Kontext eines Unternehmens. Lass es mal am praktischen Beispiel machen. Ein Unternehmen, die XYZ GmbH, hat 100 Vertriebsmitarbeitende, das heißt Frauen und Männer und Innendienst und Außendienst und Key Account und die ganze Facette, das ist ja mal alles mit abgedeckt. Und diese Menschen stand alone, deswegen habe ich das jetzt mal ein bisschen grün eingekreist, ohne die Schnittmengen oder Schnittpunkte in andere Bereiche, die sind ja jetzt erstmal für sich selbst lange, lange, lange Zeit unser Hauptthema gewesen. Wir sprechen über Training, über Coaching, wir sprechen über Kommunikation, über Rhetorik. Menschen treffen aufeinander. Du willst die Frage beantwortet haben, what's in it for me? Was ist mein Vorteil, damit ich mich für ein Angebot entscheide? Will ich jetzt gar nicht zu tief reingehen. Doch die Kommunikation und das menschliche Miteinander, das steht hier im Fokus. Und wie gesagt, da gibt es noch gar keine Schnittpunkte irgendwie in diese anderen Punkte. Jetzt nimm mal als weiteres Beispiel, wir parken mal die Menschen und gehen in Prozesse. Und jetzt haben wir hier auch in dem Bereich natürlich Prozesse, die erstmal für sich alleine stehen sind. Zum Beispiel hast du ein übergelagertes Thema, ein Vertriebssystem. Du weißt also, wie ist meine Vorgehensweise, um einen neuen Kunden zu akquirieren. Wir gehen in die Lead-Generierung, wir schmeißen also sämtliche Marketingkanäle an. Wir haben einen Lead-Nurturing-Prozess, das heißt einen Pflege- bzw. einen Aufwärmprozess. Stell dir so einen Wassertopf vor, den du irgendwie auf die Herdplatte stellst und dann rückst du den immer eine Stufe höher. Ne? Also du drehst am Rädchen. Und wenn er warm genug ist, dieser Lead, dann gibt es einen ersten Kontakt und das ist dann schon entweder der Mensch oder vielleicht ein nützliches Tool. Also hier kommen wir dann in den Bereich der ersten Schnittpunkte. Aber der Prozess alleine, den du irgendwo auf dem Reißbrett dir vielleicht überlegt hast, das System, wie du da vorgehst, das ist vielleicht auch erstmal Standalone. Genauso wie du natürlich ein entsprechendes Tool hier unten auch erstmal für sich selber betrachten kannst. Nehmen wir ein CRM-Programm, Customer Relationship Management, im Vertrieb immer wieder ein wichtiges Thema, weil alle lieben es, die meisten nutzen es nicht richtig und viele haben es noch gar nicht. Als Beispiel für unser Video. Was will ich dir damit sagen? Naja, erstmal Menschen, Prozesse oder Systeme und die dafür notwendigen Tools, um wirklich damit interagieren zu können, die haben natürlich alle alleine ihre Daseinsberechtigung. Nur, und das ist jetzt die logische Schlussfolgerung, Standalone macht selten erfolgreich. Wie bin ich darauf gekommen? Relativ simpel, durch sehr, sehr, sehr viele Jahre Erfahrung, Trainings, verschiedene Unternehmen, verschiedene Branchen, verschiedene Menschen, die mir immer wieder gezeigt haben, du kannst ja der König in der Einwandbehandlung sein, du kannst ja in der Kundenkommunikation mega cool aufgestellt sein, doch wenn dir die Prozesse und die Tools fehlen, dann verlierst du Zeit und wenn du Zeit nicht hast, dann wirst du immer irgendwo die Decke spüren. Du bist immer irgendwo in deinem Ergebnis begrenzt. Das bedeutet,
diese erste Schnittmenge, die wir hier haben zwischen Menschen und Prozessen, das ist eine sehr, sehr wichtige, die wir uns anschauen, wenn wir Unternehmen begleiten dürfen, wenn wir also auch in die Umstrukturierung reingehen. Meine Meinung nach wie vor, wir stehen vor der größten Veränderungswelle im Vertrieb, die wir je erlebt haben. Die Welt da draußen, die dreht sich so schnell wie noch nie zuvor und die wird sich noch nie wieder so langsam drehen wie heute. Die Dynamiken am Markt, das ist alles relativ klar, nur ich finde, wir machen zu wenig. Wir haben es klar, wir lesen Artikel, wir tauschen uns bei LinkedIn aus. Jeder weiß es, keiner macht es. Und deswegen nochmal wichtig, hier diese Verknüpfung zu schaffen. Das bedeutet, hast du die richtigen Menschen, schickst die alle in so einem kleinen Einzelboot raus aufs Meer und die rudern in ganz, ganz verschiedene Richtungen oder haben nur einen Ruder und drehen sich permanent im Kreis. Dann fehlen die Systeme, dann fehlen die Prozesse, dann fehlen die Abläufe, dann fehlt Klarheit. Du musst den Rahmen schaffen, um einen empathischen, sympathischen oder eloquenten Menschen aufgehen zu lassen. Schau dir gerne nochmal da oben das Video dazu an. Da ging es um Rahmen, die wir schaffen und um die menschliche Emotion. Und steht sich das beides im Weg oder bedingt sich das einander? Schau dir gerne nochmal dieses Video an. Für mich ein unheimlich wichtiger Faktor, wenn wir über Vertriebssysteme, über die Prozesse, über die einzelnen Schritte sprechen. Beispiel, ein Projekt jetzt seit fast anderthalb Jahren tatsächlich schon in der Umsetzung. Da bist du in Prozessschritten, die sind kleinteilig, die sind sehr detailliert. Aber die geben Klarheit und Sicherheit, dass jeder versteht, was kann ich an welcher Stelle tun, wie kann ich mich bewegen, um mich halt auch frei und maximal erfolgreich entfalten zu können. Gehen wir dann natürlich weiter und schauen uns an, welche Prozesse, das ist diese Schnittmenge, sind dann am besten durch welche Tools abzudecken. Dann haben wir da Recherchearbeit für die kommenden Jahre. Ich habe jetzt nur alleine für das Beispiel Telefonsoftware mal nachgeschaut und habe zwei Anbieter im Blick, die ich sehr gut finde. Aber du kannst jetzt auch tageweise damit verbringen, alle Anbieter einer Telefonsoftware durchzugehen. Bei wem kann ich mich reinschalten? Wo kann ich zuhören? Welches Tracking, welches Controlling ist dahinter geschaltet? Wie arbeiten die? Voice-over-IP? Wie kann ich meinen Anbieter mit dazu nehmen? Eine unheimlich intensive Arbeit, wenn du da den Anspruch auf Vollständigkeit hast, wenn du diese transparente Datenmenge durchforsten möchtest. Da eine Entscheidung zu treffen, manchmal gar nicht so einfach. Deswegen unheimlich wichtig auch zu gucken, okay, passen denn die Tools in meine Prozesse? Und vor allem, passen denn die Tools, und das ist diese Schnittmenge, zu den Menschen, die ich hier im Unternehmen habe, die natürlich in vorderster Front im Vertrieb arbeiten, die aber auch im Marketing arbeiten, die in der IT-Landschaft arbeiten. Das sind auch alles Kreise, die nicht mehr aneinander kratzen, also gar nicht mehr Silo-denken wie früher, die kratzen auch nicht ineinander, die sind fest verschlungen. Also eine IT-Abteilung ohne Marketingwissen oder eine Marketingabteilung ohne Saleswissen, wie soll das funktionieren? Andersrum, wir müssen uns das drauf schaffen. Und wir müssen hier diese Verbindungen erkennen. Alles steht miteinander im Zusammenhang und damit ist auch ein Fluss erkennbar. Wir sehen die grün schraffierte Masse in der Mitte, die Schnittmenge zwischen den drei Kreisen. Die verbindet also das richtige System, die einzelnen Prozessschritte für die entsprechenden Menschen und geben die notwendigen Tools an die Hand, um halt optimal im Vertrieb aufgestellt zu sein. Immer wenn wir in Begleitprojekten sind, immer wenn es heißt, wir wollen da was umstellen, vielleicht irgendwie Außendienstpräsenz runterschrauben, mehr im Innendienst, mehr Online-Meetings machen, Remote-Selling statt Telefonverkauf. All diese Veränderungen bedingt immer wieder Training, Coaching, Befähigen. Wie geht das? Wie funktioniert das? Wie kannst du das schaffen? Ich zeige dir den Weg, solange bis du es alleine kannst. Das ist übrigens die Vorgehensweise, die haben wir schon besprochen, das ist die Hubschrauberperspektive. In jedem einzelnen Prozessschritt wird es dann so ein bisschen maulwurfmäßig, geht es dann in die Tiefe. Und das sind die Tools und die musst du natürlich anwenden, die zeigen wir dir auch vorher, wie funktioniert das, da gibt es Pläne, wie ist der Ablauf, da kannst du dich schlau machen und dann greift das alles ineinander. Das heißt, in diesem Video geht es mir einfach nur um diese grüne Schnittmenge, die wir immer wieder erkennen. Die ist mal kleiner, mal größer. Ich kann dir sagen, die wird immer größer, weil es ineinander greift. Und deswegen ist es unsere Aufgabe, nicht mehr standalone zu sagen, ich als Mensch bin super und ich hau da draußen jeden um mit meiner Kommunikation und Rhetorik, sondern auch mal zu schauen, hey, passt unser Prozess eigentlich noch? Und da spreche ich jetzt nicht immer nur von der Geschäftsführung, von C-Level-Ebene oder von dem mittleren Management. Das ist bitte auch immer Aufgabe von jeder Verkäuferin und von jedem Verkäufer an der Basis. Schließlich sind wir im selbstständigen Kundenkontakt und haben Augen und Ohren offen. Wir können also Verbesserungsvorschläge immer transparent kommunizieren
und dann halt auch gucken, wie können wir das Ganze umsetzen. Passen unsere Prozessschritte noch? Sind wir im richtigen Vertriebssystem unterwegs? Passt das System zu uns Menschen? Oder brauchen wir vielleicht noch andere Tools, um als Menschen uns besser entfalten zu können? Sitzen wir da und tippen irgendwie jeden Abend die vier Besuchsberichte rein, sehr oldschool, oder schreiben die in unsere Kladde? Oder sprechen wir vielleicht über eine ganz entspannte Lösung direkt in unser CRM-Programm und das macht dann den Folgetermin automatisch? Alles Ideen, alles Themen, über die wir mal vertiefend sprechen können. Eine Telefonakquise oder eine Einwandbehandlung alleine macht dich noch nicht zu einer Top-Verkäuferin oder zu einem Top-Verkäufer. Das CRM-Programm in dem richtigen Vertriebssystem alleine auch nicht. Die Verbindungsstücke sind extrem wichtig, die müssen wir herauskitzeln, dann müssen wir jeden abholen, offen und transparent kommunizieren, auf den Weg gehen, testen, Fehler machen, Fehlerkultur, Fehler eingestehen, lernen, was kann ich daraus machen, wie kann ich es verändern, vor allem Verantwortung übernehmen, solange bis die Ergebnisse da sind, dann macht das Ganze nämlich extrem viel Spaß. Und das wünsche ich dir, vor allem jetzt zum Jahresende. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Ich wünsche dir eine erholsame Vorweihnachtszeit oder maximal Knallgas, wenn es darum geht, die letzten Budgettöpfe zu besprechen. Beachtet die Verbindungen, nutzt die Verbindungen und kommt mit allen Fragen gerne auf uns zu, denn das ist unser Thema. Damit beschäftigen wir uns und da sind wir immer gerne für euch da. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao, dein Robert.